Zum Ausbildungsbetrieb des Jahres wählte das Landvolk Niedersachsen in diesem Jahr den Betrieb der Familie Dennis und Wilfried Wieting aus Hude bei Oldenburg. Bei Wietings fallen täglich viele verschiedene Arbeiten an. Dazu gehören das Kontrollieren der Ställe und der Technik, Reparaturen und das Versorgen der Tiere. Die Auszubildenden sind in alle Arbeiten auf dem Hof eingebunden. Der Betrieb Wieting ist vielfältig aufgestellt. 160 Milchkühe mit Nachzucht und 79.000 Hähnchen wollen versorgt und über 100 Hektar Acker und Grünland bewirtschaftet werden. Bei Wietings arbeiten die Auszubildenden anders als im Norden üblich, nämlich mit Fleckvieh. Die Azubis lernen bei uns auf dem Hof alles rund um die Kuh, von Fütterung, Tiergesundheit, Tierhygiene, sowie auch bei Hähnchenmast lernen sie die Betreuung. Auf dem Feld machen wir Bestellung, Güllefahren, bis auf Maisernte und Getreideernte, das wird von Lohnunternehmen gemacht. Neben der Tierhaltung spielt die Direktvermarktung eine Rolle. Die Kunden können Zucchini, Kürbisse und Blumen zum Selberschneiden direkt auf dem Hof erwerben. Nicht nur hier zeigen Wietings sich offen für die Öffentlichkeit. 2010 gab es ein großes Kürbisfest mit rund 3000 Besuchern und regelmäßig kommt eine Schule aus dem Nachbardorf zum Stallbesuch auf den Hof. Die Auszubildenden sind von der Aussaat bis zur Ernte von Gemüse und Blumen eingebunden. Dazu gehört auch das Herrichten des Verkaufsstandes. Auf dem Hof ist Svenja derzeit für das Kälbertränken zuständig. Neben ihr befinden sich auf dem Hof zwei junge Männer in der Ausbildung zum Landwirt. Generell stehen zwei Ausbildungsplätze zur Verfügung. Ich habe mich für diese Ausbildung entschieden, weil mir die Arbeit mit den Tieren, besonders mit den Kühen, am meisten Spaß macht. Und einfach dieses Freigefühl einfach. Man kann sich auf dem ganzen Hof bewegen, ist an der frischen Luft. Ich merke einfach jeden Tag aufs Neue, dass es genau das Richtige ist. Die Motivation der Auszubildenden für ihren Ausbildungsberuf ist ganz unterschiedlich. Wietings sind für alle Interessierten offen, egal ob männlich, weiblich, aus der Landwirtschaft kommend oder nicht. Ich interessiere mich eigentlich schon mein gesamtes Leben für die landwirtschaftliche Arbeit, habe immer nebenbei auf dem Hof gearbeitet. Ich habe mit 7 das erste Mal auf dem Trecker gesessen, es hat sofort Spaß gemacht. Die Arbeiten im Stall, Kälber versorgen, damit fängt man ja so als Kleiner dann an und arbeitet sich dann immer höher. Und es hat, die Freude ist nie abgerissen, es hat immer wieder Spaß gemacht. Auch die tägliche Kontrolle der Technik und die Dokumentation sind wichtige Aufgaben eines künftigen Landwirtes. Vater und Sohn Wieting nehmen sich viel Zeit für ihre Auszubildenden. Dennis Wieting hat selbst eine sehr gute Ausbildung genossen und möchte dies nun anderen jungen Menschen ebenfalls ermöglichen. Jeder kommt auch möglichst an jede Arbeit irgendwie mal dran, dass er da auch seinen eigenen Wirkungskreis rausfinden kann, wo ihm das am besten liegt. Die verschiedenen Betriebszweige ermöglichen den angehenden Landwirten eine umfassende Ausbildung. Das wissen die jungen Menschen durchaus zu schätzen. Ich wollte eine große Vielfalt an Betriebszweigen haben und da bot sich dieser Betrieb aufgrund der Hähnchenmast, Bullenmast und Milchviehhaltung an. Und deswegen habe ich mich eigentlich für diesen Betrieb entschlossen. Meine Lehrchefs, die sind immer begeistert dabei, uns was beizubringen. Es wird viel Zeit genommen, mit uns zu reden und auch Sachen auszudiskutieren. Ja, das macht eigentlich ziemlich viel Spaß. Ja, der Familienzusammenhalt spielt hier eine ziemlich große Rolle. Wir frühstücken meistens alle zusammen, mittags kommen die Großeltern noch mit dazu, werden verschiedene Sachen gesprochen, jeder gibt so ein bisschen seinen Beitrag dazu, was verbessert werden kann und Wilfried und Dennis versuchen schon darauf Einfluss zu nehmen. Das Voneinanderlernen steht für Wietings an oberster Stelle. Sie empfinden das Miteinander mit den Auszubildenden als Bereicherung, sowohl betrieblich als auch menschlich. Und bei aller Arbeit braucht auch der Spaß seinen Platz. Also man muss gelacht haben am Tag, sonst ist es kein guter Tag gewesen.